Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Spielchen in Diablo 2 Resurrected. Ein neues Spiel in der Open-Beta-Version. Willkommen bei der Mehrspieler-Beta von Diablo 2 Resurrected. Diese Beta enthält aktualisierte Inhalte und bieten erstmals Zugang zum Online-Mehrspieler-Modus mit Unterstützung für Konsolen und plattformübergreifend vorgeschritten. Bitte beachte, dass sich diese Version des Spiels momentan noch in der Entwicklung befindet und nicht als final betrachtet werden sollte. Viel Spaß und viel Glück in Sanctuario. Das Team von Diablo 2 Resurrected. So, online. Das können wir mal überspringen hier. Ich muss mal die Einstellung ein bisschen runterhauen. Lobby. Das ist ja die Diablo 2, die überarbeitete Version, Freunde. Hier ist Optionen, den Sound. Schärfe, Helligkeit. Audio. Stimmen, Sound. Momentchen. Gameplay. So. Niedrig, hoch. Mittel, hoch. Okay. Ich hau alles hoch rein. Gut, hauen wir das mal rein. Ich hoffe, das hält da aus dabei. Meine ist ja nicht mehr der neueste. So, wir können jetzt erstellen, oder? Paladin. Ich sehe keinen. Ah, hier sind sie. Amazone. Was haben wir hier? Komm schon. Achso, die können wir nicht auswählen hier. Baba. Paladin, Zauberin, Druide. Haben wir unseren Barbaren rein. Baba. So, Extreme Studio. Er schleift seine Axt. Erstellen. So, den haben wir rein. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, gell? Die Grafik geil gemacht. Gut, dann wollen wir mal anfangen mit dem Barbaren. Ich werde nur ein bisschen spielen, nur mal sehen, wie das ist, ob man es kaufen soll oder nicht. Aber wie gesagt, das ist der zweite Teil, das sind nur überarbeitete Versionen, Freunde. Und ich will einfach ein bisschen mal sehen, wie dieses Spiel so läuft. Also, wir sind in der offenen Beta, Open Beta, offene Beta-Version eben. Das Spiel. Ja, guten Tag, okay. So, Hilfe. String umschalten zu rennen. Ah, okay. Alt, um Gegenstände auf dem Boden hervorzuheben. Mit Alt. String und Alt. Schalten. Halte, um die Fertigkeit beim Stillsehen einzusehen. Okay, Escape, um das Spielmenü zu öffnen. Drücke Tab, um die Karte. Ich muss jetzt wieder da reinkommen. Jedes Spiel ist ein bisschen anders. Drücke, um den Chat-Modus zu starten. Brauchen wir nicht drücken, um zwischen Original und Resurrected umzuschalten. Ah, okay, da kann man wieder die verpixelte Version anschauen, wie es früher gewesen ist. Mit G. Umschalt 1, 2, 3, 4 gibt den Söldner einen Trank aus dem Gürtel. Ah, okay, hier unten. Gut. Ja, probieren wir es mal, oder? Mal schauen. Wir haben halt unsere Kiste, unsere Privat. Aber jetzt ruckelt schon ein bisschen. Was haben wir hier? Infizierrolle. Stadtportal. Sehr schön. Es ruckelt schon ein bisschen, gell? Weil ich meinen Rechner nicht so. Jetzt schauen wir mal die verpixelte Version.
So sah es eben aus. Damals die 2er-Version, die Originalversion. Und hier die überarbeitete Version. Okay. Ah ja. Verfolgt mir. Und hier kommen wir zurück. Wenn's Portal mit der Schriftrolle Portal, kommen wir hier zurück. Okay. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Hey. Ich wollte mit ihm reden hier. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewachte. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Okay, das werden wir machen. Okay. Die Akara ist hier oben hin, oder? Aber erstmal hier schauen. Aber es ruckelt ein bisschen. Wir müssen mit der Grafik ein bisschen runter gehen. Gameplay Video. Schärfe hoch. Texturen gehen wir ein bisschen runter. Hm? Machen wir es mal so, machen wir übernehmen. Zurück zum Spielchen. Da ist immer noch so ruckelig. Also für meinen Rechner ist das Diablo 2 nichts mehr. Aber ich will sie einfach mal testen hier. Akara! Akara, bitte! Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, aber ruckelt. Ah, das ruckelt. Nicht Spiel. Das Spiel ist nicht flüssig. Ist Warrior? Wo ist denn Akara? Ey, Akara? Die kann man gar nicht ansprechen. Von der Grafik her ist nicht schlecht. Kann man die Kuh schlachten? Nee. Ja, die wird hier an der Brücke warten, oder? Wo ist denn die? Ich finde Akara nicht mehr. Da ist sie nochmal, oder? Ne, das ist ja. Oh, Wahnsinn. Ah, siehst du das? Hab ich ja gesagt. Leuchtet zu spät auf. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr? Unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an. Bitte, helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. Ja. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien.
Möge das große Auge über euch wachen. Jawohl, Madame. So, jetzt können wir hier handeln und so weiter. Ah. 300. Wie viel ist denn das? Anzahl 1? Und wir haben die Portalsrolle. Und hier, oh, Schlüssel. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Waffen. Was haben die für Waffen? Die brauche ich ja gar nicht. Ich bin ein Barbar. Quest Lock. Ah. Okay. Ich finde das Lager. Hier runter geht's, glaube ich. So. Aber ich ruckel, gell? Ah. Sehr schön. Sehr schön. Aber da geht's so weit runter, glaube ich. Das Blutmoor. Achtung. Böse Dämonen und Bestien. So. Schauen wir mal. Wo sind die Bestien? Wo sind Sebastian? Sebastian? Ah, da. Ein Schrein. Ihr fühlt euch geschickter. Ah, das sind ja. Da ist schon ein bisschen. Bin ich gar nicht mehr gewohnt wie mit Diablo 3 so. Und es ruckelt. Irgendwas muss ich da runterstellen. Pass mal. Und die Map. Die habe ich immer eingeschoren gehabt, oder? Da ist ein Schrein oder was ist das? Da ist ein Brunnen. So. Wir gehen mal. Da war ich doch, oder? Ah, da sind sie. Ich hab das immer mit der Map gespielt, oder? Oh Gold. Nimmt er das nicht mit doch? So. Doch. Ein Schlag. Komm. Also beim mein Rechnen ist es ein bisschen langsamer. Ich musste entweder noch runterdrehen. Das flüssiger läuft. Lockerer Felsbruch. Rüstung. Und ein Stadtportal. So, dann müssen wir. Inventar. Inventar mit I, oder? Okay. Ja, der hat es gleich angezogen. Auch nicht schlecht. Wie viel? Ja, doch 300, oder? Ich dachte, 300 Münzen wären da gelegen. Dabei nur 3 Gold. Und hier, glaube ich, geht es weiter. Und hier Edelsteinschrein. Ah, Smaragd. Okay, ich glaube, hier ging es weiter, aber da will ich noch nicht hin. Was sind das hier? Ich muss die Einstellungen runterdrehen. Ich muss, vielleicht wird es ein bisschen. Tun wir mal Mittel alles. Übernehmen. Weil das ruckelt da so extrem. Es ruckelt ja immer noch. Leute. Das ist nichts für meinen Rechner. So. Mit Schiff, glaube ich, kommen wir laufen. String. Genau. Da ist doch eine Höhle gewesen, habe ich gesehen. Aha. Fertigkeitsschrein. Das hält immer so lange an wie. Hier liegt doch was. Tote Jägerin. Ein Heiltrank, sehr schön. Ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn man Diablo 3 mit gezockt hat.
Okay. Kehrt um. Ich sehe, dass ihr mehr Erfahrung braucht, um in der nächsten Wildnis gut zu kämpfen. Warum kommt denn dann die gleich her da? Haben wir's ja. Ja, die halten schon ganz schön durch. Okay. So. Wir brauchen mehr Erfahrung. Da liegt wieder eine. Aber es macht nicht so wirklich Spaß zu spielen, wenn es so ruckelt, gell? Ja, das ist ein 4K. Sollte. Wird bei mir etwas runter reduziert. Aber ich wollte einfach mal testen. Hier ist eine Tür. Komm hier rein. Okay, Truhe. Und sonst nichts. Ein Gold. Sehr großzügig. Ah, da ist ja einer. Komm schon. Da ist doch eine Hütte, jawohl. Komm schon. Nicht ab. Oh. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ein bisschen sieht man, gell? Sollte die Helligkeit drauf tun. Audio. Gameplay. Video. Helligkeit. Schärfe. Helligkeit. Übernehmen. Zurück. Hat er mir jetzt hoffentlich nicht umgebracht. Ein bisschen besser ist es, ein bisschen besser. Komm. 2 Gold, yeah. Schon mal mehr auf alle Fälle. Ah, ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Der hat doch was verloren. Ein Stab. Da glitzert doch was. Handaxt, schauen wir mal. Kommt der auch noch? Komm her. So, der ist blau. Gesockelt 1. Oh, das ruckelt so extrem, du. Neue Werte, neue Fertigkeiten. Ach, jetzt kommt der auch noch. So, Stärke, Geschicklichkeit. Und ich höre schon. Ihr habt diese Fertigkeit noch nicht erlernt. Heulen, lässt Gegner in der Nähe vor Angst das Weite suchen. Und hier? Ihr habt diese Fertigkeit noch nicht erlernt. Dank suchen. Durchsucht die Leichen eines getöteten Gegners nach Tränken. Ist auch nicht schlecht. Ah, da gibt's auch noch so cool. Muss. Jetzt kann ich natürlich. Das ist jetzt saublöd. Ich glaube, ich hau die drauf. Auf alle Fälle Stärke. Stärke. Und den haben wir mehr drauf. So. Ich hau einfach überall drauf. Das haben wir drauf. Dann müsst ihr schon mal. Siehst du, das Schild haben wir auch gekriegt. Ein blaues Schild. Sehr schön.
Ich hab mir gedacht, das haben wir jetzt da drauf getan. Hä? Eieiei, ist das wieder was? Oh, Scheiße, 25. Hat auch eins von drei. So, jetzt haben wir das Bessere, oder? Gesockelt. Okay, das haben wir drin. Da können wir den Stein drin hauen, oder? Waffen, Giftschaden, Geschicklichkeit. Bei Waffen, Giftschaden. Und der hier? Den hauen wir jetzt einfach mal da rein. Einfach mal da rein. So, dann haben wir. Jetzt war Quatsch, der Sockel da rein. Was war denn da noch? Da war doch noch was. Da war doch noch was. Und jetzt will ich in die Höhle mal rein, was da unten ist in der Map. Da bin ich. Ich muss da rein. In die war da was? So, da was. Da war die Hütte. Und da hinten, da ging es doch irgendwo in den Boden rein, oder? Ne, das war das, okay. Wir müssen quasi rechts. String. So. Ah, okay. Da ging's weiter. Okay, jetzt hat sich das erst aktualisiert. Ja, weil es ein bisschen ruckelt hier. Komm hierher. Drei Gold. Okay. Also, schlagen tut er ein bisschen verzögert da. Bei mir zumindest, weil ich nämlich die schon älteren Rechner habe. Aber ich wollte es halt einfach mal testen, wie das so ist. Aber jetzt ist die Grafik schon ein bisschen schlechter, gell? Ich muss das noch umschalten. Momentchen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Mittelhoch. Das so? Zurück zum Spiel. Er ruckelt immer. Egal wie man es einstellt. Halt dran. So. Man kann ja nur. Jetzt pass auf. Da kann ich hier nur die an der Stelle raus, wo ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht mehr schon her. Ja.
Da ist der Schrein. Und hier. Da geht's in die Höhle rein. Höhle des Bösen. Es sind viele Schurken hier. Komm, Westler. Töte alle Monster in der Höhle. Aha. So. Alle Monster in der Höhle. Ich bin überladen. Ach, jetzt muss ich da wieder hin. Und das ist das, was ein bisschen so nervig immer war. Ah, da ist er. Weil man da immer mit dem Portal zurück muss. Ich töte mal alle. Vielleicht ist ja was Brauchbares dabei. Hier ist nix. So, weil wir wollen ja was erleben. So. Kommt her! Das ist wieder so. Ich bin überladen. Ja, aber es greift schon schneller an, gell? Zwei Schläge. Man muss den Lederrüstung. Ich bin überladen. Kurz Bogen. Ach, ich wollte ja ins Inventar schauen. Es war ja. Das können wir weghauen. Bisschen sortieren hier. Gut. Brauchen die Plätze hier. Ich bin überladen. So. Und ist ein Blauer dabei. Der Blaue. So, jetzt geht's rund. Der ist gefährlich. Ich bin überladen. Hey, jetzt habe ich das Schwert da. Das können wir jetzt den Bogen weghauen. Das Gelbe ist natürlich das Bessere immer. Ach, jetzt müssen wir das machen. Nein, ich wollte. Wie ging das gleich wieder? Ich muss das. Wie ging das gleich wieder? Oh. Neue Werte haben wir wieder drauf. Bei Stärke zweimal,
Fertigkeiten. Schwert haben wir dazu. Jetzt kriegen wir nämlich ein Schwert. Schwache Haltung. Ah, wo ist denn jetzt der Haltung schwache? Inventar? Wie ging das gleich wieder? Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Ja. Jetzt kriegen wir ein Schwertchen. Und das können wir bekommen. Sehr schön. Und wo waren wir noch? Schamanski. Was Knaller Elixier? Hier runter geht's weiter. So. Ich bin ja nur so ein Schnell-Schnell-Zocker. Ich bin ja kein so Vollprofi wie die manch andere. Weil ich ja nur hin und wieder so spiele. Und wer dabei sein will, kann gerne dabei sein. So. Dann müssen wir hier noch runter, weil die ganze Höhle müssen wir ausrotten. Den müssen wir hin. Der Schamanski, der heilt ja. Und beschwört ja die kleinen. Questlog, was haben wir jetzt als Questlog schon wieder? Verbleibende Monster 3. Sehr schön. Drei Monster noch. Aber ich muss ja dann noch runter. Weiter. Einen. Da ist noch einer. Zwei. Und einer fehlt noch. Viel Gold. Wo ist denn der? Eine Kreatur fehlt noch. Freunde. So, das wird eine ziemlich lange Folge hier, Freunde. Und es ist ziemlich dunkel hier. Haben wir jetzt die Höhle ausgerottet oder nicht? Da ist noch ein Mana-Tank. Der hat schon noch Platz, oder? So, da haben wir alles. Ich gehe mal da noch rum. Da haben wir auch alles. Wahrscheinlich haben wir es jetzt eh alles, oder? Ne, da höre ich doch noch was. Ich höre doch noch was. Da ist er. Ah, jetzt kommt ein bisschen Sonne rein in die Höhle. Die Jägerinnen sind sicher, jedenfalls im Augenblick. Auf alle Fälle, Questlog. Kehrt zu Akara zurück, um eure Belohnung zu erhalten. Was ist das, wenn? In der Wildnis gibt es einen Mächtigen. Ah, okay. Das wissen wir. So, wir bekommen jetzt eine Belohnung noch. Die holen wir uns natürlich. Ja, hier ging's rauf. So.
gut. Erfrischt sind wir. Hier ist noch stehen. Ich muss aber erst noch Sachen verkaufen, um die Taschen leer zu machen. Das Lager der Jägerinnen. Ich muss jetzt dahinter. Bleib hier. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Ja, okay. Kann ich jetzt nicht kaufen oder verkaufen oder was weiß ich. Meine Kiste ist ja hier. Wo waren die gleich? Wo ich ja ein bisschen lagern kann. Da kann ich ja alles ein bisschen lagern. Das Schild. Eigentlich gehört das alles verkauft hier. Ich hab doch da einen gesockelten Scheißdeck gehabt, oder? Der hier. Das heben wir mal auf. Ah, geteilt, geteilt, geteilt. Okay. Die Heiltränke. Okay, die können wir eigentlich verkaufen, weil die brauchen wir ja nicht. Aber hauptsächlich nur die. Die können wir uns einmal aufheben hier. Und so viele gleich. Ein paar reichen, ne? Für den Anfang, für den Anfang. Den Sockelstein heben wir uns auf hier. Es geht schon ein bisschen langsam hier. Startportal. Das heben wir uns auf ein bisschen. Und was haben wir hier? Knallerik. Wurfschaden braucht man eigentlich auch nicht. Wir haben unsere Waffe dafür. Weil wir kriegen ja jetzt. Ja, das müssen wir auch noch erst. Ach, oh, aha. Kann ich nicht die Ding machen? Für das, was nicht wird. Gut. Haben wir mal raus da. Zu. Hierher. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Das ist ja scheiße, ich kriege ja handeln. Und dann verkaufen. Ich will das verkaufen, Leute. Kann ich jetzt das nicht. Achso, das muss ich mal rüberziehen, gell? Zauberstab können wir nicht brauchen. Damit wir ein bisschen Platz haben. So, oh, Entschuldigung. Was habe ich das jetzt? So viel? Was war denn das so viel wert jetzt? Wo habe ich denn jetzt ich das ganze Gold? Dann können wir 450. Und so zwei Stück. Was war das gleich wieder? Wenn ich Buch habe, habe ich da nur zwei? Ich weiß es nicht mehr. So, Freunde.
Ich sollte alles ein bisschen aufwerten hier. So. Und jetzt. Das war's jetzt für diese Folge erst einmal. Ich weiß nicht, kommt noch eine, aber gesehen haben wir es. Es ruckelt etwas, weil ich den Rechner nicht dazu habe. Meine ist schon ziemlich alt und für das 4K und so weiter eben nicht so ausgereift. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Ciao aus dem Xtreme Studio. Euer Robin. Ciao.